Ich wünsche einen schönen späten Vormittag. Ich werde versuchen, vielleicht auch die fehlenden paar Minuten einzuholen, damit wir dann pünktlich in die Pause kommen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Gerhard Porsch, ich bin Geschäftsführer der Epcon System and Solutions und möchte Ihnen, das Thema heißt vom elektronischen Zutrittssystem zum Facility Management. Ich möchte Ihnen anhand eines Praxisbeispiels zeigen, wie sich Produkte entwickeln können und welche Anforderungen der Markt stellt, um heute Facility Management mit modernen Architekturen zu betreiben. Alle kennen im Immobilienverwaltungsbereich wahrscheinlich die drei Schwerpunkte. Es gibt den Verwalter mit seinen Themen, es gibt den Bauträger, der eigentlich teilweise vorher kommt, teilweise während des Immobilienverwaltungssystems in den Bereich tritt, weil er Zubauten macht, weil er Änderungen macht, und letztendlich den Mieter oder und Eigentümer. Was verursacht Aufwand im Immobilienverwaltungsbereich? Einerseits der Diebstahl oder Verlust eines Schlüssels. Wenn Sie heute davon ausgehen, in einem Zentralschließsystem mit etwa 60 Zutrittseinheiten, also sprich Türen im weitesten Sinne, und zwei, drei Zentralschlüsseln und ein so ein Schlüssel ist weg, dann sind Sie ganz, ganz schnell bei Kosten von rund 30.000 bis 70.000 Euro für einen einzigen Tausch des Schließsystems. Das verursacht Kosten und verursacht eigentlich auch Schmerzen, weil man muss die Zylinder tauschen. Also das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Wird dann oft nicht gemacht, damit geht man Sicherheitsrisiko ein. Bei Wechsel des Mieters kommen nicht immer alle Schlüssel zurück. In Gewerbebereichen wird das ganz schwierig, weil es viele Mitarbeiter gibt. Man weiß gar nicht mehr, wer hat alle einen Schlüssel, wer darf überall rein. Also das verursacht Verwaltungsaufwand und letztlich wieder Kosten. Und für die Servicepartner einer Objektanlage, denken Sie an den Aufzugmonteur, der seine regelmäßigen Wartungen durchführen muss. Denken Sie an die Kesselprüfungen bei einer Heizungsanlage. Es gibt drei Varianten, wie diese Servicefirmen Zutritt erhalten. Es ist jemand von der Verwaltung vor Ort. Es ist vielleicht der Hausbesorger, wenn es den noch gibt, vor Ort und öffnet ihm. Der macht seine Arbeit, schließt wieder. Aufwendig. Oft gibt man Schlüssel weiter. Der Rauchfangkehrer hat das klassische Problem, wenn er zu einem Kehrtermin kommt, findet er, wenn er den Schlüssel hat, in der Regel ja, wahrscheinlich nicht mehr den gleichen Zylinder vor und kann wieder nicht in den Dachboden, weil der wurde nämlich mit einem neuen Zylinder ausgestattet, weil da so viel Missbrauch passiert ist. Also Aufwand, Kosten. Der Bauträger hat zum Zeitpunkt des Bauens in der Regel zwei Probleme. Er muss sich schützen vor Vandalismus, er muss sich schützen vor Diebstahl. Kupfer steht in aller wirklich Medien, was im Moment an Kabel in Österreich gestohlen wird auf Baustellen. Das heißt, er muss sie verschließen. Wir sind wieder in der klassischen Schließanlage und wir wissen wieder nicht, beim nächsten Bauabschnitt, wenn der nächste Professionist oder die nächste Gruppe von Professionisten auf der Baustelle ist, haben wir alle Schlüssel zurück, tauschen wir die ganzen Bauzylinder wieder aus, in der Regel ja, und beginnen mit einem neuen System. Kosten. Tja, und letztendlich, und der wichtigste in der ganzen Geschichte, ist doch der Mieter, der dann dieses Objekt benutzt nach dem Bauen, der wieder mehrere Schlüssel besitzt. Wer hat einen Wohnungsschlüssel, in der Regel ein zweites Schloss aus Sicherheitsgründen. Er hat wahrscheinlich noch einen Schlüssel für die Garage, wenn es nicht eh schon ein moderneres System ist. Er hat sicherlich noch ein, zwei Schlüssel für die sogenannten Gemeinschaftsräume, sei es der Freizeitraum, wo der Tischtennistisch drin ist, sei es die gemeinsame Sauna in einem dementsprechenden Wohnobjekt, sei es im Gewerbeimmobilienbereich das Lager, das Kellerabteil, die Werkstatt, im Mietbereich, nicht im Eigentum, wo er ja selber drinnen ist und in der Regel diese Dinge nicht auftreten, aber der Trend geht, wie beim Outsourcing in der IT, doch in der Regel ausschließlich zu Mietobjekten. Es wird sehr, sehr wenig gebaut von den Eigentümern der Firmen selbst, weil es ja nicht variabel ist. Ich möchte ja wachsen, das heißt, ich nehme heute die Büro, die Lagerstätten und wenn ich wachse, miete ich mir ein neues Objekt. Im Wohnbaubereich haben wir dann noch ein Problem mit den sogenannten Waschküchen. Aufgrund der Waschküchenverordnung ist es notwendig, in sozialen Wohnbauprojekten und in jeder Wohnanlage eine sogenannte Gemeinschaftswaschküche zu haben, auf die die Mieter Zutritt haben und die sie auch benutzen sollen und dürfen. Früher gab es Münzmarken zur Abrechnung, wo der eingeworfen hat, dann lief halt die Maschine eine gewisse Zeit. Diese Zähler sind
mechanisch, anfällig. Wir haben heute das Problem aufgrund der modernen Struktur im Energiebereich, dass wir relativ oft Tarifwechsel haben oder Preisänderungen haben. Früher war das sehr starr. Und wenn so eine Preisänderung angekündigt war, dann wurde das sowieso verhandelt. Alle haben das gewusst und irgendwann im Jänner liefen halt dann, wenn man so Wien sich vorstellt mit seinen ganzen Wohnobjekten, ein paar Hunderte, unter Anführungszeichen, Mannschaften, die versucht haben, diese Münzzähler zu ändern, nämlich neu zu eichen und neu einzustellen. Bis die letzten fertig waren, war es März. Jetzt kann man zwei Dinge sagen. Ich beginne früher, Ungerechtigkeit. Warum zahle ich mehr Kosten? Weil es ja erst ab Jänner gibt, die Änderung. Ungerechtigkeit für die, die erst im März die Änderung gehabt haben und bis dahin günstiger dran waren. Ne? Wenn sie das jetzt wiederholt, wie das heute der Fall ist, dann sind sie nur mehr unterwegs. Aufwand, Kosten, nicht sinnvoll. Tja, und mit Aconda, und das ist meine Überleitung zu unserem System, können Sie diese Dinge relativ einfach zentral verwalten und alle diese unter Anführungszeichen Probleme, die da so auftreten in der Verwaltung von Immobilien, im Betreiben und in der Zufriedenheit für die Mieter, sehr, sehr einfach darstellen. Wir haben eine fernsteuerbare Zugangsverwaltung. Das heißt, im Objekt sitzt eine Steuereinheit, die mittels GPRS an eine Zentrale angeschlossen ist. Das heißt, wir sind völlig unabhängig von Kabeln, wir sind völlig unabhängig von bautechnischen Dingen. Wir können das auch in einem wie hier denkmalgeschützten System einführen, ohne irgendein Kabel zu verlegen und haben Verbindung über GPRS zur Zentrale und verwalten es, wie wir das vorne auf unserem Tisch auch vorzeigen können, wenn notwendig von einem Notebook, wo ich meine Zugangskontrollen habe. Outsourcing war heute schon ein Thema mehrmals. Wir bieten das auch als Outsourcer an. Für die kleineren Wohnbaugenossenschaften oder Gewerbeimmobilienverwalter, der sich ja kein richtiges Datacenter dafür anschaffen wird, weder kosteneffizient noch sinnvoll. Sie brauchen 7x24 Betrieb. Das Ding muss immer funktionieren. Daher, hier bietet sich Outsourcing an. Aber verwalten tut er die Geschichte von seinem Arbeitsplatz. Management beim Mausklick ist jetzt so ein Schlagwort, aber es passiert tatsächlich per Mausklick. Dahinter steht Microsoft Dynamics NAV, eigentlich ein ERP-System, das sehr, sehr viele Ausprägungen hat, nämlich Zutrittssystem, Betriebsdatenerfassung, und diese Module wurden von uns modifiziert und angepasst, um diese Lösung zu ermöglichen. Damit gibt es eine Sicherheit vom System her. Es steht Microsoft als Unternehmen dahinter. Jetzt kann man sagen, ja, wir sind alle wahrscheinlich Getriebene von Microsoft, wenn wir an Windows und andere Dinge denken. Und am besten die neueste Release, damit man ja Beta-Tester spielt. Aber wir haben die Sicherheit, dass es dieses Unternehmen wahrscheinlich noch sehr, sehr lange gibt und damit auch das System sehr lange gibt, auch wenn es, sage ich einmal, AppCon nicht mehr gibt oder einen anderen Hersteller. Wir können Energieverbräuche messen, die hinter so einer Tür passieren. Für uns ist das ein Raum in verschiedenen Ausprägungen. Und in unserem Beispiel ist es halt eine Waschküche und wir messen den Energieverbrauch, der dort stattfindet. Das muss nicht Strom sein, das kann auch Gas sein. Ich habe im Zusammenhang dieses Projektes gelernt, dass es Waschmaschinen gibt im Gewerbe- und Industriebereich, die mit Gas das Wasser aufheizen und nicht mit Strom. Das heißt, wir sind, egal welche Energie, wir messen sie und wir steuern sie und wir schalten sie auch ab. Das heißt, Missbrauch außerhalb der Betriebszeiten durch, sage jetzt einmal, Sabotage im Sinne von, ich klemme hier meine, weiß ich nicht, Kühltruhe an, die ich im Keller stehen habe, oder missbräuchliche Verwendung der Waschmaschinen außerhalb der Zeit, und der Mieter, der drüber wohnt, freut sich, weil er wieder nicht schlafen kann, weil das Ding halt um 20 Uhr zu schleudern beginnt oder um 4 Uhr früh, funktioniert nicht, weil der Strom ist weg und er kann sie gar nicht missbräuchlich verwenden, wie immer er sich Zutritt verschafft hat. Und der Vorteil ist, wir haben einen Schlüssel für alle diese Zugangsbereiche. Tja, Praxistage heißt es so schön, daher das Beispiel aus der Praxis. Die Wiener Wohnhaus- und Außenbetreuung als Betreuer der Wohnhausanlagen der Stadt Wien mit über 220.000 Wohneinheiten, wir reden hier wirklich von ganz, ganz großen Mengen. Also das ist international ein Riesenwert. Wiener Wohnen ist der größte Immobilienbesitzbetreiber und Verwalter Europas. Habe ich auch in dem Projekt gelernt.
Und 2008 gab es da eine Ausschreibung, Entschuldigung. Und wir haben mit unserem System, und darauf sind wir stolz, diese europaweite Ausschreibung gewonnen. Und derzeit sind 5000 Waschküchen im Betrieb, circa. Und etwa 1500 Wohnhausanlagen sind damit ausgestattet. Dieser Rollout läuft noch im Laufe dieses Jahres. Man sieht also auch die Zeitläufe von so einem Projekt. Und der Herr Ingenieur Dran Müller, der auch anwesend ist und mit Ihnen dann ein paar Worte wechseln wird, wird Ihnen vielleicht aus seiner Sicht ein bisschen was zu dem Projekt erzählen. Ich möchte jetzt eigentlich drei Beispiele oder vier Beispiele nennen, was so eine Verwaltung von so einer Waschküche bedeuten kann. Es steht dem Mieter ein Waschtag pro Monat zu. Das ist Gesetzesgrundlage. In der Vergangenheit hat das der Hausbesorger verwaltet, kein Problem, der hat seine Tabellen gehabt, seinen Kalender, da war das eingetragen. Die Frau Meier hat immer Dienstagnachmittag, jeden zweiten Dienstag im Monat, kein Problem. Jetzt kann sie nicht, sie hat Schicht, sie ist krank, was weiß ich, sie hätte gern den Waschtag tauschen, hat sie sich mit dem Hausbesorger das irgendwie ausgemacht. Das hat schon funktioniert. Der ist aber nicht mehr da. Es wird schwierig. Schlüsselweitergabe funktioniert in der Praxis sehr schlecht, weil der Letzte vergisst am Abend den Schlüssel dort zu hinterlegen, wo ihn der Nächste findet, oder ist am nächsten Morgen um 6 Uhr nicht da, wenn die andere aber waschen möchte, weil die muss zum Mittag in ihre Schicht. Also Handling-Probleme ohne Ende, die dazu führen, dass eine gewisse Unzufriedenheit entstanden ist bei den Mietern, unabhängig von Missbrauch, und es gibt so dieses Schlagwort Waschtourismus, weil Fremde in der Anlage gewaschen haben, weil man die Münzzähler ausgeschaltet hat, weil das Warten mehr kostet, was über Energie hereinkommt. Ähnliche Dinge mehr. Am Beispiel Waschtag tauschen als erstes. Wiener Wohnhaus und Außenbetreuung bietet heute ein Callcenter an, wo ich als Mieter anrufe und sage, ich hätte eigentlich am kommenden Freitag meinen Waschtag, ich kann aber nicht, ich würde den gerne woanders hin verlegen, wieder an einen Freitag, weil ich kann nur, aber heute diesen nicht. Callcenter schaut in einen Kalender rein, das stellt sich da wie Outlook im weitesten Sinne, holt sich die Anlage, sieht, ja, Waschküche über nächsten Freitag ist möglich, kein Problem, ein Mausklick. Und was passiert jetzt in der Praxis? Die Mieterin ist zufrieden, fein, ich habe meinen Waschtag getauscht. Die Anlage vor Ort kennt alle Waschtagsprofile, mindestens einen Monat im Voraus, plus den Jahreskalender, wo die immer ihre regelmäßigen Waschtage hat, unter Berücksichtigung der Feiertage und aller Dinge. Und das System schickt jetzt mittels GPS ein Zutrittsprofil an die Steuereinheit im Objekt. Und das Objekt weiß jetzt, die Steuereinheit, dass die Frau Meier, sprich anonymisiert, der Schlüssel etc. vercodet, hat nächsten Freitag von 6 bis 13 Uhr Zutritt. Und in allen anderen Zeiten geht es nicht. Und hat aber gleichzeitig das Schlüsselprofil für diesen Freitag gelöscht, somit also auch jemand anderer an diesem Freitag waschen kann und der Waschtag vergeben werden kann. Beispiel zusätzlicher Waschtag. Bitte, ich brauche dringend einen Zusatzwaschtag, ich bin zurückgekommen aus dem Urlaub, ich habe Menge Wäsche, ist was frei. Sie schaut in den Kalender, sieht ja frei, kein Problem, sieht nein, nicht möglich. Alle Waschküchen, also die Waschküche ist voll besetzt, die nächsten drei Wochen. Das war schon in der Vergangenheit ein Problem, weil jetzt kann der Hausmeister auch nicht helfen. Das System kann, weil es ja alle Anlagen kennt. Und in der Regel sind bis zu drei Waschküchen im Durchschnitt in so einer Wohnhausanlage vorhanden. Auf der übernächsten Stiege ist eine, die ist frei, kein Problem. War früher gar nicht möglich, weil sie ja nicht einmal durch die Haustür kam, weil sie ja den Schlüssel nicht hat. Wir steuern natürlich auch die Zugangstüre der Haustüre bei in solchen Fällen. Und damit ist die Waschküche daneben benutzbar. Und es entsteht halt wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit für die Mieter. An diesem Beispiel soll eigentlich gezeigt werden, was passiert, wenn ich meinen Schlüssel in der Waschküche liegen gelassen habe. Passiert durchaus nicht so unhäufig. So, wie komme ich jetzt wieder rein? Die Tür ist zu, super. Hol ich einen Schlosser? Na, kein Problem. Ich rufe am Service Center an und die Kollegin macht mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen eine sogenannte Nottüröffnung. Und auf Knopfdruck, wieder per Mausklick, mit Funkübertragung direkt in die Anlage wird die Tür geöffnet. Das hat zwei Aspekte. Einmal für den Fall, ja, ich habe meinen Schlüssel da drin vergessen, aber für den zweiten Fall natürlich, was passiert wirklich, wenn da drinnen ein Notfall entsteht? Der Mieterin wird schlecht, die Tür ist zu, wie komme ich rein? Notöffnung.
Blaulichtorganisationen sowieso. Wichtiger Aspekt in der Sicherheit. In der Sicherheit vielleicht ein Thema dazu. Wir garantieren, dass unser System auch bei Strom aus mindestens 90 Minuten vor Ort hält. In der Praxis sind es 2-3 Tage, weil wir Notstrom gebuffert sind. Gleichzeitig, für uns ist die Zeit nicht der Faktor, sondern die Öffnungen. Wie viele Öffnungen muss das System verwalten können, ohne tatsächlich Strom zu haben? Das ist jetzt in der Waschküche vielleicht nicht das wirklich kritische Problem. Weil wenn der Strom aus ist, ja, dann gibt es andere Probleme im Haus und dann läuft die Waschkugel eh nicht, weil die Maschine nicht läuft etc. Aber wir können unsere Türen, die funktionieren immer. Wichtiger Aspekt. Ja, und wenn so ein Schlüssel verloren geht, und damit ein bisschen so die Klammer zu Beginn, ein Schlüssel verloren, ein Zentralschlüssel, Schließanlage kostet viel Geld. Hier ist der Chip, das kann jetzt ein Chip sein, wie hier dargestellt, das kann eine Mitarbeiterausweiskarte sein, wie das in Gewerbebereichen der Fall ist. Dahinter steht Airfeed. Der wird im System markiert und ist ab dem Tag wertlos. Kosten, je nach Druckvorlage, mehrfach bedruckt, farbig bedruckt, mit Ausweis, mit Foto im Gewerbebereich, zwischen, ich sage jetzt einmal, 5 und 15 Euro. Das war's. Keine ganze Schließanlage, keine Änderungen, keine Zylinder, alles nicht notwendig. Wir können die Systeme, und das ist ganz wichtig, natürlich klassisch steuern, indem wir Tür öffnen, wie Sie das heute bei Gegensprechanlagen in Wohnhausanlagen kennen. Wir können die Türen aber auch tatsächlich mechanisch versperren für Sicherheitsaspekte im Sinne der Versicherung. Wir können die Türen offen lassen und zu gewissen Zeiten sperren, weil jetzt sollte sie eigentlich physisch versperrt sein, sonst ist es nur dieser Klack zum Öffnen der Tür. Also alle Varianten dazwischen möglich. Ich freue mich jetzt, den Herrn Alexander Daran-Müller hier begrüßen zu dürfen. Er ist für die Leitung dieses Projektes natürlich sicher bei Wiener Wohnen, Haus und Außenbetreuung zuständig. Und ich sage jetzt einmal, er wird einige Dinge aus der Praxis, aus seiner Sicht erzählen, aus Sicht des Anwenders. Ja. Für uns ist es ja immer so, das ist unser Kunde. In Wirklichkeit ist der Kunde aber der Mieter draußen, der das Ding benutzt. Und nur wenn der zufrieden ist, wird das ganze System funktionieren. 2009 irgendwann hatten wir rund 1200 Waschküchen in 96 Wohnhausanlagen umgestellt. Wir haben begonnen 2007 mit den ersten Versuchen, haben dann 2008 nach der Ausschreibung 100 Waschküchen in 17, glaube ich, waren es, unerheblich, Wohnhausanlagen mit dem natürlich Sichersystem ausgestattet, haben danach eine längere Probephase durchgeführt, um herauszufinden, was es denn an Verbesserungspotenzial unmittelbar gibt. Ab dem Jahr 2009, Frühjahr, haben wir dann mit einer leicht erhöhten Taktung begonnen, das natürlich Sichersystem in den Wohnhausanlagen von Wiener Wohnen einzuführen. Wir haben zeitweise zwischen 25 und 30 Waschküchen pro Woche umgestellt. Wenn man bedenkt, hinter einer Waschküche stehen rund 40 Mieteinheiten, kann man sich in etwa vorstellen, welchen kommunikativen, aber auch technischen Aufwand das bedeutet, dass die Menschen vollkommen nahtlos und vollkommen unbeeinflusst von dem Einbau und von dem Betrieb des natürlich Sichersystems trotzdem weiterhin ihre Wäsche waschen können. Wir halten heute bei rund ungefähr 5000 Waschküchen, macht in etwa so schwach 190.000 betroffene Wohneinheiten. Wenn man das mit ungefähr 2,5 multipliziert, kommt man drauf, dass fast ein Drittel der Wiener Wohnbevölkerung zwischenzeitlich das natürlich Sichersystem nutzt. Ungefähr 5000 Waschküchen, zusätzlich noch eine sehr große Anzahl von inzwischen weit über 1000 irgendwelchen Tritttüren, begonnen bei einer Toilettanlage und bei Bügelmaschinen bis zu Kleinkinderspielräumen, selbstverständlich Stiegenhaus- und Kellertüren in größerer Menge, um den Zutritt bis zu den Waschküchen zu ermöglichen. Wir betreiben das wir bauen sowohl aus, also betreiben wir das Ganze, sowohl über einen Telefonservice als auch logischerweise über E-Mail. Der nächste Ausbauschritt, den Sie jetzt zweifellos anfragen, nämlich wie schauen wir aus mit dem Online-Service, auch das ist auf dem Weg. Wir gehen davon aus, dass wir heuer 2013 mit dem natürlich Sichersystem Ausbau in den Waschküchen fertig werden und sind dann, zumindest was die Waschküchen betrifft, einigermaßen so, dass alle Mieterinnen, oder werden so sein, dass alle Mieterinnen das natürlich Sichersystem auch nutzen können. Ich kann es nochmal wiederholen, wir reden von einem Drittel der Wiener Wohnbevölkerung, das sind über 500.000 Menschen, die tagtäglich, mehr oder minder freiwillig, aber auf jeden Fall
zu ihrer Zufriedenheit und die Zufriedenheitsumfragen, die wir jährlich durchführen, belegen das in breiter Menge, Zustimmungsraten von jenseits der 90% jedes Jahr wieder, dass das natürlich Sicherheitssystem auch tatsächlich von den Menschen positiv aufgenommen wird. Ich sage herzlichen Dank und stehe für Ihre Fragen gern zur Verfügung.